Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Bloons Tower Defense 5. Oh, eigentlich zurück, es ist ja die erste Folge jetzt gerade. Aber, oh, den Test können wir kurz löschen. Aber, vielleicht einige kennen es noch vom alten Kanal. Haben wir angefangen das zu spielen, jetzt spielen wir es weiter. Ich fange neu an, weil das über ein Jahr her ist, weil ich den alten Speicherstand gar nicht mehr habe. Ja, tolle Info. Also, ich weiß nicht, wer von euch kennt das Spiel. Das ist ähnlich wie im Browser, bloß das halt Geld gekostet hat. Und man kann jetzt hier so ein paar Upgrades kaufen, die halt im Browser echtes Geld, glaube ich, kosten würden. Oder irgendwie so, Money, wo man ganz schön schwer rankommt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe es auch, damit es schneller läuft, weil, also, damit wenn mehr Bloons kommen, ist es hier flüssiger, weil das andere läuft über den Browser. Und jetzt gucken wir uns das mal erstmal an. Wir haben hier eine Kiste. Da kriegen wir Geld. Und da sehen wir hier oben gleich. Geld haben wir jetzt 32. Hier, aha, earn 10 more XP to reach the next rank. Also wir sind Level 1. Das Level hängt davon ab, welche Strecken oder welche Tracks wir halt spielen können und welche Sachen wir freischalten. Dann diese beiden da hinten. Das habe ich ja gerade schon gezeigt. Das sind so Upgrades, zum Beispiel Monkey Tycoon. Wenn wir unsere Türme verkaufen, kriegen wir das ganze Geld von den Türmen wieder. Ziemlich cool. Was sonst kriegt man nur, weiß nicht wie viel Prozent, aber einen kleineren Teil. Achievements sind einfach, das sind alle Level, die es hier gibt. Und noch ein paar Zusatzgegraffel. Und das kann man alles schaffen zu verschiedenen starken Prozenten. Ja, zu verschiedenen starken Prozenten, das deutsch schon wieder. 100% heißt, dass man einfach es geschafft hat. Es gibt halt so verschiedene Anforderungen, um ein Level zu schaffen, das zeige ich euch gleich. Special Agents, sage ich gleich, werde ich nicht so wirklich benutzen, weil ich mit denen nicht klarkomme. Es gibt ein Level, da muss man die nur benutzen, aber das dauert noch. Dann For Sale. Also hier kann man was hinklatschen und das wird die Türme verbessern. Zum Beispiel, was haben wir hier? Ninja Academy. Ah, das ist das gleiche, was ich im letzten Part hatte. Also im letzten Let's Play. Also wir haben sozusagen 5% weniger Kosten für Ninja Monkeys und die Angriffsgeschwindigkeit von Ninja Monkeys wird um 10% erhöht. Also beim zweiten Rang und das kostet halt recht viel Geld. Aber das Geld verdient man auch, wenn man diese Tracks spielt. Da kommen wir gleich dazu, zu den Tracks. Dann die Towers. Wir haben jetzt im Moment nur einen Tower, einfach diesen derbarten Affen freigeschalten. Und ihr seht schon, es gibt diese ganzen Upgrades für den Affen bis dahin. Und hier müssen wir Rang 22 sein und wir sind erst 1. Also es ist nicht weit bis dahin, weil man kriegt am Anfang sehr schnell den Rang. Aber später geht es dann schwerer natürlich. Highscores, das sind einfach auch wieder alle Level. Oh, jetzt muss er kurz laden. Ja, ja. So, alle Level sind es. Geht auch noch weiter. Aber die zeige jetzt gar nicht alle. Was ich jetzt zeigen werde, ist hier. Das ist jetzt hat da keine Game Type wählen. New Game, Random Challenge, Special Mission, Random Challenge. Da kann ich mal irgendwie so, keine Ahnung, was für Specials reinhauen oder so, wo wir eine von diesen Random Challenges machen. Dann Spezialmissionen, das sind welche, die können wir noch gar nicht machen, aber Rang 10, 15. Ah, das war die, wo ich gesagt habe, wo man nur Special Agents only, also da mit denen ist halt das Level schaffen. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, machen wir gleich mal die erste Runde. Hier sind die verschiedenen Tracks. Gibt es halt verschiedene Schwierigkeitsstufen. Advanced, Expert, Extreme und dann die neu hinzugefügten Expert nochmal ein paar. Wir gehen aber zurück an den Anfang, denn wir spielen Beginner. Und Monkey Lane heißt die erste Map. Und wie ihr seht, es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen. Easy, Medium, Hard. Ja, steht noch ganz viel Graffel dabei. Also halt, manchmal kosten die, auf Easy kosten die Türme weniger, Medium mehr und so weiter. Hast verschiedene Anfangsherzen und verschiedene Anfangsgeld. Herzen ist sozusagen, das erkläre ich gleich. Wir fangen einfach mal auf Easy ganz normal an. Man kann auch noch rückwärts die Map spielen, das heißt, normal kommen die Bloons hier von. Das sieht man später mit einem roten Pfeil, laufen dann diese Strecke entlang. Und geht hier raus. Und auf Reverse, wo es an ist im Moment, fährt es dann halt andersrum. Ist jetzt bei der Map wurscht, bei den meisten eigentlich auch. Aber manchen ist es dann schon ziemlich gemein. Dann gibt es ja den Double Cash Mode. Also, ich weiß nicht. Ich denke,
braucht man eigentlich nicht, weil natürlich ist es gecheatet, man hat es einfach einfacher, das Spiel noch einfacher als einfach. Und aber hier steht's auch, dieser Modus zählt nicht zu den Achievements, den Leaderboards, also Leaderboards halt, wie gut man insgesamt ist und dem Highscore. Also würde ich sagen, easy, normale Richtung Reverse können wir irgendwann mal machen. Normal. Ha? So. Und jetzt sind wir hier in dieser wunderbaren Welt. Hier steht nochmal eine Erklärung, wen es interessiert. Hier unten hätten wir Special Agents, wenn wir sie denn hätten. Aber wir haben sie nicht. Also kann man hier kaufen für Geld sogar. 32 haben wir. Wir könnten uns... Können wir mal was leisten? Naja, könnten wir gar nicht. Und zwar, hier haben wir unser Leben ist hier unten. Leben, 200 Herzen. Das heißt, immer wenn ein Ballon durchgeht, verlieren wir ein Herz. Es gibt verschiedene farbige Ballons. Zum Beispiel ein roter Ballon. Wenn den kaputt macht, ist er weg. Dann gibt es einen blauen Ballon. Und wenn den kaputt macht, kommt ein roter Ballon. Und das sind halt immer so die höheren Stufen. Das seht ihr dann, denke ich, einfach. Und da oben ist unser Geld. Wir haben 650 Monkey Dollar, glaube ich. Oder einfach normal Cash, keine Ahnung. Wenn man draufklickt, kann man sich sozusagen was kaufen. Für 200 von diesem... wo steht das hier? Das normale Geld. Da, 32 haben wir. Kann man sich mehr Geld kaufen. Ich weiß, glaube ich, glaube 10.000 kriegt man da sogar für 200. Aber das wollen wir natürlich nicht. So, der eine ganz normale Anfangsaffe. Jetzt muss man halt gucken, wo man den am besten platziert. Das Graue ist natürlich die Reichweite, in der er schießt. Das heißt, ich tue den einfach mal hier vorne. So, möglichst nah, zack, ans Eck. Speichern kann man hier einfach, wenn man so Pause machen muss. Ich denke, brauche ich nicht. Ich spiele immer ein Level. Also jede Folge ist immer ein Level. Also nochmal Einstellungen, kennt man alles ja. So. Dann gibt es noch was ganz Interessantes, und zwar First, Last, Closed, Strong. Das heißt, jetzt kommt ein Ballon und er schießt immer auf den ersten. Dabei würde ich es eigentlich lassen. Wenn ihr jetzt aber was habt, zum Beispiel eine Rakete, also später kommen noch so Bombentürme, die sind gut gegen Metallballons zum Beispiel, und die Metallballons können nicht alle zerstören, und deswegen sollte man für die dann zum Beispiel auf Strong setzen. Das heißt, dann nehmen die immer die mit dem höchsten Rang oder mit der höchsten Stufe, keine Ahnung, wie man das bezeichnen möchte. Aber ich denke, es erklärt sich alles von selber. Ich kann mit Leertaste die Runde starten oder einfach hier draufklicken und nochmal draufklicken, spule ich. So, ihr seht jetzt halt, ich mache mal kurz weg. Der Affe wirft einfach seinen Pfeil da auf das Ding. Das ist jetzt erstmal wirklich noch ganz einfach, aber das kann später ziemlich tricky werden. Also ich habe noch nie wirklich hier alles mal gespielt. So, und gleich mal was freigeschaltet. Wie ihr seht, wir sind schon Rang 2. Und wir haben einen neuen Turm freigeschalten. Den haben wir hier oben. Und zwar ist es der Tech-Shooter. Tun wir einfach mal dahin. Der Tech-Shooter. Ich kann mir noch gar nichts kaufen an Upgrades, weil ich die erst freischalten muss. Ihr seht, dadurch, dass der Affe jetzt ein paar Ballons gekillt hat, geht diese Leiste hier hoch. Und dadurch kriegen wir halt XP für den Affen. Also das ist... Ich glaube, das ist das gleiche XP wie hier, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall können wir die nächste Runde spielen, weil wir eh noch keine Upgrades kaufen können. Und wie ihr seht, wir brauchen noch nicht neue Türme, wir sparen das Geld lieber. So, deshalb immer wenn irgendwas Neues ist, kriegen wir halt hier so eine Bemerkung. So, und jetzt halt können wir uns Long Range Darts kaufen. Das heißt, die Reichweite hat sich erhöht. Eigentlich ist das Spiel ziemlich Nein! So, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Entweder ich investiere nochmal, weil ich möchte eigentlich kein Leben verlieren in der Runde. Aber ihr seht, eigentlich müsste der Affe das noch schaffen. Ich hoffe, er schafft's. Und... Haha, ja, geschafft. Ja. Ich bin awesome genug, um dieses Spiel zu spielen. Der kann noch nichts, der auch noch nichts. Das heißt, wir müssen weiter Geld farmen. Achso, ja, vielleicht sollte ich aber, nachdem ich ja nicht so gut dabei bin, vielleicht mal... Jetzt hat's geklappt. Okay, jetzt haben wir einen... Also, was ich machen wollte, ich wollte noch einen zweiten Turm hinstellen, damit es nicht wieder passiert. Aber wir haben jetzt einen Sniper-Monkey. Also, der Sniper-Monkey hat die Fähigkeit, bei dem schießt er nicht nur in der Reichweite, sondern den kann man auch theoretisch hier oben hinsetzen und der schießt bis da vorne. Ist aber halt langsam. Ich kaufe ihn jetzt einfach mal. So, zack. Das heißt, wie ihr seht, der Sniper-Monkey schießt von da oben, obwohl der eigentlich die Range hier hat. Keine Ahnung, was das soll, aber
der Sniper-Magie. Vielleicht kann ich euch mal den Vorteil zeigen. Nein, wir haben es gut geschafft. Oh, jetzt aber hier zugekackt mit Upgrades. Also alle kaufen. Das heißt, ich warte mal, vielleicht kommt irgendwann ein Ballon durch und dann kann ich euch am Sniper Monkey zeigen, was der kann. Aber soweit kommt es anscheinend. Nein, nein, nein. Und nächstes Level, nächster Turm, der Boomerang Tower. Also es gibt nicht bei jedem Level einen neuen Turm. Ach, wo mache ich den jetzt hin? So, ja. Aber es gibt nicht bei jedem Level den nächsten Turm, manchmal auch Upgrades für diese Dinger oder neue Level, Level freigeschaltet, genau. Dieser Typ hat eine besondere Eigenschaft, und zwar wenn der wirft, dann wirft er immer in so einem Bogen, und deswegen sollte man den irgendwie so mit an die Strecke anpassen, dass halt der Boomerang, wenn er im Bogen fliegt, möglichst viele Ballons mitnimmt. Ich zeig's euch, vielleicht sieht man's, wenn er schießt. Ja, wie ihr seht, er fliegt in so einem Bogen vor und zurück. Da sollte man natürlich so viele Ballons auf dem Weg wie möglich mitnehmen. Also vielleicht nicht wie diesen Dart Monkey einfach so an den Rand schätzen. Sondern wenn er wirft, dann fliegt er schön diese gerade Strecke entlang und trifft schön viele. Upgrades haben wir keine. Nein. Irgendwas wollte ich noch sagen, glaube ich, und hab's vergessen. Aber wir kriegen gleich das nächste Level. Jetzt sind wir Level 5. Hier seht ihr, wie die Leiste sich füllt. So. Jetzt haben wir ein für mich ziemlich wichtiges Item. Und zwar die Road Spikes. Wenn Ballons kommen und die kommen durch und wir hätten jetzt keinen Sniper Monkey, der die vielleicht noch schafft, oder der Sniper Monkey schafft sie nicht mehr, weil es zu viele sind, können wir hier Road Spikes hin platzieren. Und wenn da ein Ballon... ich habe genügend Geld, ich zeig's einfach mal. Die Ballons kommen jetzt an und werden hier dran platzen, ich zeig's euch. Aber wir sehen sie gar nicht mehr, weil sie da hängen bleiben. Die können 10 Ballons zerstören. 10 Ballons heißt in dem Fall zum Beispiel grüne. Ihr seht, aus grünen kommen blaue und dann rote. Das war das mit diesen Leveln von Ballons. Ballonleveln. Und... das ist sozusagen ein Dreierballon. Das heißt, er zieht auch hier 3 ab. Ach, 11 steht sogar da. Also er zieht 3 ab von diesen 11 statt einen. Genau. Wir sind ziemlich reich und wissen nicht, wohin mit unserem Geld. Aber der kriegt jetzt gleich ein Upgrade. So. Ah, genau. Hier unten steht noch Runde 10 von 50. Also bei 50 Runden ist einfach Schluss. Da hat man es dann geschafft. Ich denke, ich werde normal nicht weiterspielen. Ja, jetzt immer mehr. So, oh, so. Wir werden nicht weiterspielen als die normalen Mindestanzahl, also 50 bei Easy. Ich glaube 75 oder 60, 70 ungefähr beim Mittel und 85 bei Hard oder so, keine Ahnung. Es gibt aber auch dafür verschiedene Belohnungen halt, je nachdem. Aber wenn man zusätzlich weiterspielt, also wenn ich jetzt zum Beispiel bis Level 55 spiele, kriege ich nicht mehr Geld. So, was haben wir jetzt alles freigeschaltet? Jetzt muss ich ein bisschen hier aufholen. Ich lese es nie, also wenn ihr das durchlesen wollt, dann müsst ihr das vielleicht sagen, dann kann ich das mal vorlesen, was es macht. Aber es ist meistens entweder schneller schießen, größere Reichweite oder irgendwie ein Special-Ding, wo man zum Beispiel, der schießt irgendwann mal Feuer. Der hat irgendwann mal welche, wo er durch Eisballons durchschießen kann. Ich glaube, das... ah, nee, keine Ahnung. So, wir haben einen neuen. Das ist eigentlich mit meinem Lieblingsaffe, der Ninja. Den stelle ich hier hin, weil der schießt solche Shurikens und die schießt da einfach geradeaus und dann können er sozusagen keine mehrere auf einmal erwischen und ist somit effizienter. So. Ach, da oben hat er auch seine Mütze, seine Farbe geändert, also auch die Textur von den Affen ändert sich. So, so. Und die Bombe. Die Bombe ist insofern wichtig, es gibt ab Level 26, glaube ich, ein Ballon, der ist aus Blei. Und dieser Ballon aus Blei, da können natürlich so normale Darts oder so Shurikens nicht durch. Und der Sniper erst ab einem bestimmten Level. Und manchmal gibt es auch Upgrades, wo sie dann trotzdem durchkommen, aber die Bombe, die kommt da durch. Das heißt, so eine Bombe ist dann doch praktisch. Oder sollte man sich zumindest holen, falls man keinen anderen Turm hat. Ja, und was macht eine Bombe? Sie schießt eine Kanonenkugel. Halt, das ist keine Bombe, es ist eine Kanone. Was ist ein Bomb-Tower? Weil er schießt Bomben. Also keine Kanonenkugel. Weil eine Kanonenkugel ist einfach nur so ein Metallknödel, der dir an den Kopf fliegt oder so. Meine Bombe explodiert ja noch zusätzlich. Oh, okay. Jetzt werden uns neue Ballons sozusagen näher gebracht. Die Herzballons. Ich erkläre es mal ganz kurz. Sag mal, wir haben jetzt einen blauen. Dann treffen wir den mit einem Pfeil. Dann geht er zu einem roten. Aber dann erreichen wir ihn nicht mehr. Aus welchem Grund auch immer.
Dann fährt er die Bahn weiter und dann wird er irgendwann regeneriert, er sich wieder zu blau. Das heißt, da muss man den halt ziemlich schnell erwischen, aber alles bei uns easy. Ich muss mal gucken, nicht, dass ihr mich Upgrades verpasst habt. Aber so wie es aussieht, nicht. Alles klar. Alles klar. So. Den Ice Tower benutze ich eigentlich nicht, weil der kann zwar die Ballons einfrieren, sodass sie sich nicht mehr bewegen. Aber ich finde es immer ein bisschen Schwachsinn, weil sobald die eingefroren sind, können die meisten Türme nicht mehr drauf schießen, wie bei den Bleiballons. So. Dann haben wir die Zebra-Ballons, wie ich sie immer nenne. Ah, hier steht es auch, Zebra-Balloons. Die haben die Eigenschaft, dass sie sich in zwei Ballons aufteilen, einmal in schwarz und einmal in weiß. Das ist so, hier steht es, being immune to both explosions and freezing effects. Heißt, schwarz können keine, sagt, wenn eine Bombe davor schießt, passiert nichts. Und wenn die versucht einzufrieren, passiert auch nichts. Das heißt, ihr seht, okay, das seht ihr nicht, weil die blauen schon zu pinken werden, bevor die schwarze schon zu pinken werden, bevor die Bombe überhaupt zu weit ist. Aber hätte man nur die Bombe, hätte man die Runde jetzt schon nicht geschafft. Oder nur viele Bomben. Und die Runde hätte man nicht geschafft, hätte man nur Ice Towers. Der Sniper Monkey hat ein Upgrade. Juhu. Und Bumerang und Bombe. Zack. Bombe. Und jetzt kommt was Gemeines. Die Camo-Bloons. Ich glaube, da muss ich jetzt meine Spikes benutzen. Die Camo-Bloons, die können von normalen Einheiten nicht erkannt... Oder ein Grafikfehler. Seht ihr das Holz dahinter? Die können von normalen Ballons nicht... von normalen Türmen nicht angegriffen werden, weil die einfach... Tarnung, die sehen die einfach nicht und so. Und mal gucken. Ah, unser Ninja-Monkey hat hier irgendwo ein Upgrade mal bekommen, mit dem er... anscheinend es schafft, die Ballons zu sehen. Oder er tut es von Anfang an. Dann haben wir den Glue Gunner. Der kann ganz schön gut werden später, aber am Anfang ist er nicht so gut. Ich zeige es euch mal, der schießt da drauf und dann werden die Ballons einfach ziemlich langsam. Der Kleber hört aber irgendwann wieder auf. Ich weiß nicht, ob man es irgendwann mal sieht. Nee. Und der ist im Moment so schlecht, dass der eigentlich nicht wirklich was bringt. Ich habe ihn jetzt mal genommen, weil er später stärker wird. Und damit wir ihn auf die Stärke halt upgraden können, müssen wir die Türme auch benutzen, weil sonst können wir das Upgrade ja nicht kaufen. Und deswegen einfach immer spielen. Irgendwann werde ich bestimmt nochmal den Ice Tower leveln oder so, dass der wieder... Also am Ende sind eigentlich fast alle Türme saustark. Aber wie schon gesagt, der Ice Tower hat eher Nachteile, finde ich. So, jetzt hat der Dart Monkey das Item bekommen. Hier steht es auch... Allows Dart Monkey to shoot Camo Balloons. Also, oh, jetzt habe ich erzählt schon. Also, ich beende den Satz noch. Das heißt, der kann die jetzt auch anschießen, diese Tarnballons. Die LED Balloons. Ja, habe ich schon erzählt. Die Metalldinger, ihr seht. Ja, jetzt haben wir bloß einen Vorteil. Unser Klebemeister, der kann, der Kleber, Corrosive Glue heißt es dann, glaube ich, der zersetzt die Metallballons. Das heißt, der Kleber kann man als Ersatz für die Bombe nehmen. Weil der Kleber den Metallballon zersetzt, so, ich glaube, Pink kommt raus und dann die Pinken kann man wieder normal zerstören. Also, so geht es dann auch. Genau. Ah ne, zur Schwarzen, dann kann die Bombe nichts mehr ausrichten. So. Ninja Monkey hat wieder was. Welche Runde sind wir denn? Ach, 31 haben wir es ja bald geschafft. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt zeige ich euch kurz diese hier. Also, wenn die Kacke am Dampfen ist, kann man da was machen. Kostet natürlich Geld, aber so viel Geld ist unglaublich. Okay, das heißt, der hat jetzt was und eine Pineapple ist ziemlich lustig. Man platziert sie, 3, 2, 1 und explodiert. Dann kann man ziemlich viel Scheiße mitbauen. Aber ich glaube, dass uns da kein Ballon durchkommt. Werde ich mal ein paar Ninja Monkeys noch holen. Und ihr seht jetzt hier, das ist Pfad 1 und Pfad 2. Ich habe sozusagen zwei Upgrade-Dinger. Ich kann beide separat upgraden. Aber ab dem, also Level 1 und dann nochmal upgraden, würde auch gehen, wenn ich es jetzt freigeschaltet. Aber dann muss ich mich für eine Seite entscheiden. Das heißt, dann kann ich nur noch eine Seite auf Stufe 3 und Stufe 4 aufrüsten. Ja, je nachdem, was man für einen Spielstil hat, ist es meistens recht eindeutig, was man nimmt. Aber
muss man halt sich durchlesen, wenn man das Spiel selber spielt. Ah, jetzt ist die Bombe doch ganz hilfreich gewesen. Und alles klar. Oh, jetzt aber. Der hat was bekommen. Der hat was bekommen und der hat was bekommen. So. Er hat da gar nichts mit. Der hat was, glaube ich, was zu tun. Hier sieht man, der hat einen Pop-Count. Also das sieht man, wenn er am Arbeiten ist sozusagen, weil das ist einfach die Anzahl an Ballons, die er schon zerstört hat. Der hat schon 900. Der hat schon 1000. Das heißt, den haben wir viel, viel später platziert. Aber da seht ihr mal, dass dieser Turm besser ist natürlich als der andere. Jetzt haben wir einen neuen Turm bekommen, und zwar Monkey Buccaneer, also so ein Boot. Problem ist, kein Wasser, kein Boot, hilft uns hier auf der Map also rein gar nichts. Da müssen wir auf eine andere Map warten, um den leveln zu können. Einfach irgendwie, es gibt eine Map, da ist hier unten. Oh oh. Kriegen wir das hin? Ja, wir kriegen es hin. Es gibt eine Map, da ist unten so ein kleines Wasserfeld, da kann man es zum Beispiel hinsetzen. Dafür haben die aber eine sehr hohe Reichweite, weil man natürlich nur an begrenzten Positionen die platzieren kann. So. Jetzt wird aufgeräumt. Unser Sniper hat wieder was bekommen. Und ihr seht auch, mittlerweile kriegt man ziemlich schnell Geld, also. Aber deswegen kostet es auch, also das Schiff kostet jetzt noch nicht. Oh. Ja, es geht schon mal. Die schießen da noch mit hoch, das ist ziemlich gut. Das Schiff ist zwar nicht so teuer, aber es gibt andere Türme, die um einiges teurer sind. Und Upgrades kosten auch später. Also es gibt das teuerste Upgrade, kostet glaube ich 100.000. Das kriegt man dann meistens nicht in der normalen Runde. So. Klebertyp, Bumerangtyp. Ach, eigentlich alles mögliche. Ich schreibe einfach nochmal durch. Der hat nichts. Der Bumerang-Typ hat was bekommen. Der nicht. Ah, meine Ninja-Monkeys kriegen wieder was. Die leveln natürlich schneller, wenn man drei hat. Das heißt, wenn man drei Ninja-Monkeys hat, dann tun die natürlich sozusagen alle drei zusammen XP sammeln, um das schneller voranzutreiben. So, und genau, und der Kleber hält länger. So, speichern wir mal wieder. Und wir können weiter aufräumen. Was haben wir denn da gerade gekauft? Ah, manchmal seht ihr, dass so ein Ballon zurückfliegt, also ziemlich häufig so. Hier, der fährt zum Beispiel zurück auf die Strecke und fährt dann da weiter. Das ist dieses Upgrade, das heißt, die Ballons fliegen einfach ein Stück zurück. Oh, jetzt muss ich kurz nachhelfen. Weil so viel möchte ich dann hier unten nicht zutrauen. Weil das Problem ist, wenn ich jetzt hier bemerke, es reicht nicht, ist schon zu spät, da sind sie schon weg. So, der hat was und der hat was. Jetzt kommen Keramikballons. Jetzt zeige ich euch kurz, die brauchen 10 Treffer, dass sie aufgehen, und dann kommt ein Regenbogenballon raus, und aus einem Regenbogenballon kommt Pinke oder Zebras oder Zebras, dann Pink, oder nicht Zebras, sondern nach Zebra kommt ja Schwarz-Weiß und dann Pink. Also ihr wisst Bescheid, die Dinger sind nicht so gut. Aber natürlich bringen die große Ballons auch mehr Geld. Das heißt, wenn es eine Runde kommt, wie hier zum Beispiel. Aber bei Zebras sind schon recht hoch. Ihr seht, mein Geld geht ziemlich in die Höhe. Wobei es gibt so manchmal Runden, da kommen zwar nur ein paar Pinke, dann mag es vielleicht schwer sein, wenn die auf einem Haufen sind. Aber es bringt dann auch nicht recht viel mehr. So, und jetzt haben wir... Hier unten geht es übrigens noch ein bisschen weiter. Ein paar Türme haben wir noch, nicht alle freigeschaltet. Der Super Monkey ist somit der stärkste Turm im ganzen Spiel. Ihr seht gleich warum. Wenn er anfängt zu schießen, ist es wie ein normaler Affe, bloß um einiges schneller. Okay, die kann er jetzt nicht sehen, weil es die Unsichtbaren sozusagen sind. Jetzt hat er was. Pass auf, Leute. Ihr seht, er schießt wahnsinnig schnell. In der Geschwindigkeit hier unten zerstört er die Ballons. Und der kriegt später noch Laser und Plasma-Augen. Also der wird ziemlich heftig, und so ein Roboter mutiert dann noch. Ziemlich kranker Shit. Oh, jetzt habt ihr gesehen. 3400 hat das Upgrade gekostet. Aber, das heißt, wenn er einmal schießt, kann er bis zu 18 Ebenen von dem Ballon durchschießen. Also das ist dann... Also er schafft dann sogar einen Keramikballon mit einem Treffer komplett aus zu vernichten, ohne ihn in seine unteren Ebenen aufzuspalten.
Fühlt sich an wie so eine Wissenschaft, in seine unteren Ebenen aufzuspalten. Oh Gott. Der hatte was, die hatten alle was. Und dann reicht mir das Geld das erste Mal nicht für ein Upgrade. Also, Geld sammeln. Aber jetzt haben wir es gleich für 5 Runden noch. Ah ja, wenn ich gerade aus Versehen auf W gekommen bin. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier oben steht, Hotkey Q. Auf Q kriege ich so einen Affen. Auf W den hier. Auf E den Affen. Das ist einfach so durchquert zu Jopü. Glaube ich, oder? Können wir ausprobieren. Q, W. Ja. Sieht ganz so aus. So. Jetzt haben wir noch einen freigeschaltet. Den benutze ich einfach auch mal. Ein Magieraffe. Ach, jetzt habe ich eigentlich nicht mehr Geld für den, natürlich. Oh, es ist schon soweit. Der erste Mope kommt. Ein Mope ist so ein riesen Luftschiff, wo man ganz schön drauf schießen muss, bis es aufplatzt. Und dann platzt den Keramikballons und dann kann man die erst zerlegen. Nochmal kurz zu dem Magier. Mit dem spiele ich eigentlich auch recht selten. Ich zeige jetzt hier bloß fast alle Türme, natürlich bis auf den Eistower, weil ich habe ich erklärt. Und das Boot, weil es nicht geht. Oh, Flugzeug habe ich verpasst. Nach der Runde. So. Nach der Runde zeige ich euch das Flugzeug. So, der hat ein Upgrade bekommen. Jetzt kommen wir zum Flugzeug. Das Flugzeug hat so eine 8 jetzt hier zum Beispiel aufgemalt. Das kann man noch ändern. Das mache ich mal hier hin. Das heißt, dieses Flugzeug folgt jetzt dieser 8 und fliegt im Kreis. Ich kann hier diesen Pfad zu einer querliegenden 8 machen oder zu einfach einem Kreis. Aber ich denke, die hochliegende 8 ist ganz gut. Dann haben wir diesen Kasten hier im Gebiet. Jetzt, was hier, ihr seht schon, der schießt einfach in so einem Muster Pfeile raus. Mit den Upgrades werden es mehr, anderes Muster, sonst was alles. Halt ein paar Upgrades. Und ja, finde ich jetzt auch nicht so gut. Benutze ich jetzt nicht so oft. Ich benutze eigentlich meistens Kleber, Ninja und Super Monkey. Mit den, ah, kann das Laser, die Laseraugen kaufen. Der hat es jetzt dann schon ziemlich drauf. Und die letzten 2 Runden stehen an. Ich glaube, das müsste jetzt... Genau, jetzt kommt 49. Und... Oh oh. Oh oh. Ja, die Runde war zu hart. Mal ein bisschen nachhelfen mit den Spikes. Ah, jetzt kommt es nochmal. Das Problem ist, ihr seht, das sind zwischen den Grünen noch mal so relativ hohe Ballons mit drin, also in dem Fall waren es Zebra. Oh mein Gott, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Also nein, ja, 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 ja. War das auch noch was? War das auch noch was? So, das war's aber, oder? Genau. Genau, und diese grünen Ballons haben sozusagen diese kleinen Schiffe, Schüsse davon abgehalten, die großen zu treffen. Und dadurch konnten die großen halt sich schneller vor, schnell untermischen und sozusagen fortbewegen. Wir sind jetzt in der letzten Runde. Sobald ich das Geld habe, hole ich mir einen zweiten Laseraffen. Fängt schon mal mies an. Aber kein Problem für die Laser, für den Laseraffen ist ja noch einer. Kurze Pause und es geht weiter. Ziemlich viele davon, von den Keramikballons, aber kein Problem. Und wir haben es geschafft. Das heißt, so sieht's aus, wenn man es schafft. Wir kriegen 150 Affengeld, um als Dankeschön dafür, dass wir sozusagen ihr Königreich verteidigt haben. Danke, nehmen wir. So, jetzt können wir auswählen, keep playing in Free Play Mode. Das heißt, wir können einfach hier weiterspielen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Wir wollen ja vorankommen. Das heißt, wir kommen jetzt wieder hier an den Anfang. Ach, noch kurz zur Kiste. Die Kiste, wenn man das täglich macht, kriegt man da irgendwie Geld. Und das, ja, kann man halt so ein bisschen Geld haben. Wir haben jetzt schon 682. Woher haben wir 682? Haben wir am Anfang Geld bekommen? Ach, keine Ahnung. Oder man kriegt das Restgeld prozentual. Ach, keine Ahnung. Wir haben 682 und wir sind Rang 15 schon. Also es geht ziemlich schnell. Und wir gucken jetzt mal, wir wollten, also wir haben für jeden einzelnen Turm in diesem Spiel, kann man sich sozusagen eine Upgrade kaufen, dass dieser Turm von Anfang an im Spiel besser ist, also günstiger, schießt schneller
oder gibt bei irgendeinem anderen Turm was günstiges, zum Beispiel man kauft den Dart Training Facility und am letzten, wenn man das dritte kauft, werden die Boomerang Thrower günstiger, also so ist das nochmal so ein kleiner Bonus mit dabei. Um uns das aber kaufen zu können, müssen wir erstmal ein Land kaufen. Das haben wir jetzt getan. Das heißt, wir haben jetzt hier... Ich weiß nicht, warum man ein Feld anpflanzt, wenn da gleich ein Haus drauf kommt. Naja. 432 haben wir. Wie ihr seht, alles grau. Können uns nichts kaufen. 500 ist das Minimum. Das heißt, nächste Folge müssen wir uns Geld holen, dass wir uns so einen Turm kaufen. Und ich denke, wir werden uns als allererstes den Ninja... Verdammt, 750. Aber die Ninja-Akademie ist ziemlich gut, weil die Ninja mit die stärksten Ninja, die stärksten Türme sind und deswegen werde ich auch recht häufig benutzen. Aber das war's für diese Folge und ich hoffe, wir sehen uns in der zweiten Folge. Da spielen wir dann diese Map, denke ich, oder? Bloonhenge oder soll ich so rauf und runter? Ich glaube, wir spielen Bloonhenge in der nächsten Folge. Ja, wir spielen Bloonhenge. In der nächsten Folge spielen wir dann diese Map. Okay. Man kann auch hier, was mir gerade aufgefallen ist, noch Load Game. Da kommt man in das Spiel, wo man eigentlich auf zurückgedrückt hat, dass man halt nicht weiterspielen möchte, kann man jetzt noch laden. Aber haben wir ja gesagt, nein. Ah, genau. Nein, deswegen. Erstens, wir kriegen hier eine Medaille. Also für jede Stufe gibt es die verschiedenen Schwierigkeitsgrade. Und unten gibt es dann noch die Zusatz, genau, zum Beispiel 5 Random Challenges geschafft, 25... Der Reverser ist, wenn man jetzt zum Beispiel, glaube, die aufs Einzeln schafft oder irgendwie so. Ich weiß es nicht. Das werden wir dann herausfinden, wenn es soweit ist. Weil man kann ja nachlesen, zum Beispiel. Hier sehe ich jetzt nicht, aber wenn ich hier drüber fahre... Achso, kann man doch nicht nachlesen. Naja. Und Highscores, ich gehe mal ganz an die Anfangsseite. Ihr seht, es steht hier 50. Und was ich eigentlich haben möchte, ist... Schön einheitlich 50, 50, 50. Hier dann halt das, wo wir Minimum brauchen. Das heißt, wir arbeiten uns so ran hier voran. Und ihr seht, es gibt ganz schön viele Spielmodi. Easy, Medium, Hard, Deflation. Deflation ist, da hat man ziemlich viel Geld am Anfang. Ich glaube 50.000, aber kriegt die Runde nichts mehr. Und muss dann ein paar Runden überstehen. Und Apokalypse? Ah, Wortspiel mit Ballons poppen. Also platzen lassen. Okay, verstanden. Apokalypse ist dann... Auch noch ein Spielmodi. Ich weiß gar nicht mehr, was der macht. Aber das schauen wir uns irgendwann anders an. Und deswegen bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und damit, tschüss.